Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen. Erstmal guten Morgen. Ganz viele von euch, ich sag 80%, 90% werden das nach dem Aufstehen gerade sehen. Es ist Montag. Ihr denkt euch, es ist Montag. Aber ich kann euch beruhigen, ihr seht wunderschön aus. Wirklich, ihr seht ehrlich schön aus. Ich sag's, wie es ist. Ich freue mich sehr, heute reinzuhören bei Schimmel in der Villa. Kennt ihr das? Unangenehm, cringe, oder? Cringe. Schimmel in der Villa. Boah. Cringe, passiert mir ständig natürlich. Ey, ganz kurze Storytime, wir könnten eine Minute skippen zur Reaction, wenn ihr wollt. Ich hab vorhin gewartet, 19 Uhr, Apache meinte, 19 Uhr Musikvideo. 19 Uhr Musikvideo. Ich wollte eigentlich 18:30 los und dachte, okay, 19 Uhr, ich warte. 19 Uhr, nichts. 19.10 Uhr, nichts. 19:30 Uhr, nichts. 19:40 Uhr, ich bin losgegangen schon. Bin schon losgegangen. Und 19:40 Uhr, während ich unterwegs bin, kommt das Ding raus. Jetzt bin ich wieder gerade zu Hause, es ist 0.50 Uhr. Ey, Apache. Ich wünsche mir eine Entschädigung. Ganz kurz, Freunde, ja. Ich freue mich sehr reinzuhören. Apache, der Einzige, der einfach um 18, 19 Uhr am Sonntag released und sich es einfach erlauben kann, ja? Das Tanzbein wird hoffentlich geschwungen. Ich freue mich drauf. Let's go. Boah, ich glaube, das wird voll der diepe Track irgendwie. Ich habe gerade mich voll lustig gemacht über alles. Das tut mir mega leid, ey. Damn, direkt kaputt gemacht, direkt Vibe zerstört einfach. Weil es sieht vom Video allein schon her wunderschön aus bis jetzt. 9 Uhr morgens, ich werde wach von einer leichten Brise. Fuck, zwei Fenster stehen offen, bedeutet das kleinste Problem ist die Kälte. 9 Uhr morgens, ich laufe durch mein Zuhause, bis auf die Zähne bewaffnet und frage mich, sind hier ungeladene Gäste? Was für ein turbulenter Start in den Tag, ich lauf jeden Zentimeter ab. Doch der verfickte Flur dieser Riesenvilla findet einfach kein Ende. So viele Zimmer, die ich nicht einmal brauch, doch all die geschlossenen Türen erinnern mich an unser Leben um die Jahrtausendwende. Boah. Ey, ich glaube, das wird ein richtig starker Track. No joke. Die ich nicht einmal brauch, doch all die geschlossenen Türen erinnern mich an unser Leben um die Jahrtausendwende. Ganz kurz, off-topic gerade, ich muss es aber sagen, der Mann hat einfach wunderschöne Beine. Ich sag's, wie es ist. Seine Beine sehen besser aus als ich komplett und ich gönn's ihm auch. Ich gönn's ihm! Ein Schritt Richtung besser, drei Schritte Richtung schlimmer. Fünf Schlücke aus der Flasche, die mich dran erinnert. 7 Meter hohe Decken, 6 Gänge Dinner, 8 Zylinder, aber Shit. Boah, ey, das ist gerade so schön gemacht, ganz kurz. Ganz kurz, achtet mal drauf. Er zählt hoch bis 10, glaube ich. Ein Schritt Richtung besser, achtet mal drauf. Richtung besser, drei Schritte Richtung schlimmer. 5 Schlücke. 1, 3, 5. Aus der Flasche, die mich dran erinnert. 7 Meter hohe Decken, 6 Gänge Dinner, 8 Zylinder, aber Schimmel in der Villa. Fühl mich wie in meinem Kinderzimmer. Ich will kein Schimmel in der Riesenvilla. Ich fühl mich wieder wie im Kinderzimmer. Was soll der Schimmel in der Riesenvilla? Boah, diese Kraft, diese Roughness in der Stimme, aber auch so ein bisschen diese Enttäuschung vielleicht in der Stimme. Also ich finde, es geht auf jeden Fall ganz klar darum, dass halt mit dem Erfolg falsche Freunde, Personen, die nicht da sein sollten, dieses dreckige Business, Leute, die nichts Gutes von dir wollen, sich aber als Gutes ausgeben, sowas eben, Schimmel in der Riesenvilla, kann aber auch alles andere sein, kann Mental Problems sein, also einfach dieses, hey, ich habe alles, was ich brauche und trotzdem fühle ich mich so, habe ich die gleichen Probleme wie damals im Kinderzimmer. Trotzdem habe ich die gleichen Probleme wie damals. So dieses Geld macht nicht glücklich, ich habe die gleichen Probleme wie damals. Diesen kind of vibe catch ich hier. Ich fühle mich wieder wie im Kinderzimmer. Was soll der Schimmel in der Riesenvilla? Ich will so gerne ein Star sein. Diamanten an meinem Zahnfleisch. Das Auto schwarz, so wie bei Dark Knight. Die Spotlights bringt Tag ein, Tag aus. Licht die Meer, Schiff, wenn er mich anschneidet. Boah, diese Stimme, dieser Mann wirklich. Ich kann's nicht in meinem Kopf reinzimmern, wie er sich so gut anhören kann. Denn ich muss nie mehr arbeiten. Poste Fotos in der Timeline. Mit Weinbahn auf Weißwein. Mahlzeit, Bro. Kleine Kinder saßen wir auf engstem Raum im. Ich find's so schön, dass er wirklich immer zu seinem alten Haus hingeht, ne? Er hat jetzt den Style von seinen alten Musikvideos von Kein Problem, etc. Voll stark gemacht, finde ich. Treppenhaus, die Hände gelb, die Lungen schwarz, die Wände grau. Der Schimmel nicht zu sehen von dem Zigarettenrauch. Heute rauch ich allein, der Qualm schafft's nicht mehr bis zur Decke rauf.
Lohnt es sich deswegen, Mama aus dem Bett zu rufen? Sie muss nie wieder bis zur Rente schuften. Es fühlt sich komischer, dass nie mehr Mutters Hände Toiletten putzen. Mit dem Gewissen, dass sie jetzt Mütter von Fremden putzen. Boah. Ein Schritt richtig. Ich finde, er schafft dieses von heute auf morgen in Anführungsstrichen, weil es ja bei ihm doch irgendwie schnell ging, dass er so gepoppt ist auf einmal so, gerade mit keinem Problem. Dieses, hey, auf einmal sind wir, hat sich alles geändert, aber es fühlt sich irgendwie nicht alles so cool an. Es gibt eben auch diese Schattenseiten und diese Zweifel, diese Probleme halt. Besser drei Schritte Richtung schlimmer, fünf Schlücke aus der Flasche, die mich dran erinnern. 7 Meter hohe Decken, 6 Gänge Dinner, 8 Zylinder, aber Schimmel in der Villa, fühl mich wie in meinem Kinderzimmer. Ich will kein Schimmel in der Riesenvilla, ich fühl mich wieder wie im Kinderzimmer. Was soll der Schimmel? Boah, so stark, also hier, das kennen wir aus etlichen Musikvideos, aus jedem dritten Musikvideo kennen wir eben sein altes Wohnhaus hier. Ich will so gerne ein Star sein. Diamanten an meinem Zahnfleisch. Das Auto schwarz, so wie bei Dark Knight. Die Spotlights bringen Tag ein, Tag aus. Ich finde, Tracks wie diesen heben Apache von anderen ab und rechtfertigen einfach den Status, den er hat. Und ist ein Schlag in die Fresse für alle, die sagen, oh, Apache, jetzt kann ja jeder mit jeder Musik erfolgreich werden. Nee, weil Apache ist nicht nur der Typ mit Roller. Er ist nicht nur der in den Club läuft und Roller. Nee, er ist viel, 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 viel mehr. Er ist ein richtiger Scheiß-Künstler, Mann. Und das zeigen auch Tracks wie Komet, finde ich. Wo Leute auch sagen, nee, die checken es dann einfach nicht, in meinem Opinion. Die mehr ich hab, wenn er mich anschneit, denn ich muss nie mehr arbeiten. Poste Fotos in der Timeline mit Weinbahn auf Weißwein. Mahlzeit, Bro. Stark. Sehr, sehr stark. Oh, seine ganzen alten Freunde, sein ganzes altes Leben quasi. Boah, da hinten haben wir Sasan, den sehe ich doch auf einem Zentimeter entfernt. Stark. Sehr, 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 sehr stark. Fucking Gartenstadt, Junge. Ich hab so Bock. Ich habe so Bock auf Gartenstadt. Boah, ich hab so Bock, ganz ehrlich, ey. Kein Song, der die Streaming-Rekorde brechen wird. Kein Song, der einen kranken Ohrwurm verursacht. Aber ein Song mit Inhalt, ein Song, der zum Nachdenken anregt, wo man viel reininterpretieren kann, der voller Inhalt nur so strotzt, der ein wunderschönes Musikvideo bekommen hat, und das ist für mich eben auch Apache. Apache ist auch der einfach Hits macht, die im Ohr bleiben, die man im Club hören kann, die man im Sommer im Auto hören kann, im Cabriolet gefühlt, ja. Aber er ist eben auch dieser Apache so. Es ist irgendwie, keine Ahnung. Das war für mich jetzt hier so mehr Volkan einfach, der gesprochen hat, so. Diese Schattenseiten, diese Kontraste ziehen. Und ich habe bestimmt bei weitem auch nicht jede Metapher oder jede Zeile irgendwie jetzt ins richtige Licht gerückt, aber ich habe für mich auf jeden Fall was rausgezogen, was ich so rausziehen konnte, und das hat für mich auf jeden Fall schon einen Impact gehabt. Voll der schöne und interessante Track geworden, und ja, wie ich gesagt habe, für mich auf jeden Fall einer dieser Tracks, die man Leuten zeigen kann, die sagen, dass Apache eben nur diese Ohrwurm-Sing-Sang-Lieder machen kann, aber er kann eben auch das. Was diese Leute dann wahrscheinlich leider gar nicht erst verstehen können oder werden. Geiler Song, geiler Zeitpunkt zum Release, einfach Sonntagabend, komm, gib ihm. Und sorry für meine späte Reaction jetzt, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock auf jeden Fall, dass wir bei Gartenstadt zusammen reinhören, weil das werden wir definitiv machen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Montag. Vergebt mir, dass ich euch am Montag jetzt morgen hier belästigen musste. Dann sehen wir uns. Vergesst heute nicht zu lächeln. Wir sehen uns, bleibt fresh, so wie immer, und ciao.